Hallo! Die Astrid, Melanie, gratuliere dir, Melanie. Danke. Zu deiner ausgezeichneten Leistung. Lernen des Monats, bravo. Freut mich. Gratulation, nett, dass du da bist. Ja, jetzt sagst du aber noch Kleinigkeit. Riecht's da gut. Ja, alles von der eigenen Produktion, auf eigener Schlachtung. Oder darf ich da einfach mal sagen, bitte, wie wir das Ganze machen? Genau, also ich darf dir das jetzt gerne machen lassen, weil ja, echt, warum nicht? Das ist ja echt cool. Die Schwere fällt immer weg. Und einfach immer das Zwei sein. So, Melanie, jetzt bist du ja eine leidenschaftliche Fleischverarbeiterin. Mhm. Aber du bist darüber hinaus sehr fleißig. Was tust du in der Freizeit? Ja, puh, viel. Also, ich bin bei mehreren Vereinen. Ja. Andererseits allen voran die Musi. Ja. Dort spiele ich erste Trompete. Bei der Musi? Ja. Genau. Ich bin aber eben in der Musi auch die Jugendreferentin, also ich darf viel mit Jungen, dass sie zur Musi kommen und nachher auch dabei bleiben. Mhm. Und jetzt abgesehen von der Musi bin ich noch im Theaterverein. Ah, noch. Da bin ich Schauspieler. Was zeigt dir das alles? Ja, lässt sich schon irgendwie organisieren. Der Sommer ist sehr stressig, muss ich sagen. Das glaube ich da. Und nachher bin ich noch bei den Jungbauern. Da haben wir noch ein paar. Machen wir noch ein paar. Ja, passt. Also ich mag schon. Gut, Melanie, dann gehen wir jetzt zum Offiziellen rein. Gern. Danke nochmal fürs Zuhören. Habe mich total gefreut. War super interessant. Du warst ein super Lehrling. Dankeschön. Also wenn sie ist, kann ich anfangen. Ja, das passt. Morgen. Perfekt. Sieben. Danke. Auf geht's.